Wenn der heilige Pierre Julien Aymar gesagt hat heute, bitten wir den heiligen Josef um standhafte Berufungen, dann trifft das eigentlich den Nagel auf den Kopf, weil die Standhaftigkeit ist nicht gerade unsere Stärke. Unsere Stärke ist keine Ahnung was, aber sicherlich einmal nicht zuallererst die Standhaftigkeit, sondern eher, ja, ich weiß es nicht, sage ich denn mal unter vier Augen sozusagen. Also Standhaftigkeit, Mut zu haben, Durchhaltevermögen zu haben. Weil eigentlich, als ich gerade eben hier heraufgekommen bin, habe ich mir so gedacht, ja, eigentlich sind wir alle schon irgendwie so umgefallen. Wir waren vielleicht oft immer noch so den Schein, aber es ist nicht das Sein. Das war jetzt ganz streng, gell? Und manche hören das vielleicht überhaupt nicht gerne. Aber leider ist es oft immer so diese Erfahrung. Es ist einfach diese Erfahrung, dass wir halt einfach so unstandhaft sind. Immer gleich und schon liegen wir und schon sind wir umgefallen. Und deswegen sagt der heilige Pierre Julien Aymar, wir sollen den heiligen Josef bitten um Standhaftigkeit, um Mut, um Kraft, um Aushalte, um Durchhaltevermögen, damit wir ja treu bleiben, vor allem im Gebet. Das ist das Allerwichtigste. Und ich kann es immer wieder nur wiederholen und wiederholen und wiederholen. Diese Treue, diese Standhaftigkeit im Gebet. Auch diese Novenen, die wir da so machen, zum heiligen Josef oder am Abend die Hingabe-Novene. Das ist langweilig, stimmt. Total langweilig. Immer dieselbe Leier, oder? Aber sie bringt reiche Frucht. Sie bringt reiche Frucht. Und das ist es. Und dass wir niemals so diesen Gedanken denn so hochkommen lassen, wollte ich eh nie so richtig. Ich wollte eigentlich gar nie so. Ich bin halt gegangen, ich habe halt mitgetan, ich habe halt auch, aber eigentlich bin ich schon weg, innerlich. Wir natürlich nicht, oder vielleicht auch, oder keine Ahnung, aber ihr werdet auch so diese Kämpfe spüren. Ihr werdet auch so diese Kämpfe spüren, die man dann so hat. Und deshalb sage ich das so ganz motivierend, nicht provozierend, motivierend. Es ist nämlich alles immer eine Entscheidung. Es ist alles immer eine Entscheidung. Und deshalb wollen wir dich, Jesus, jetzt um deinen Segen bitten. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, dass alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.